Ja, ja, Mensch. Herzlich willkommen zurück in Ankaria, in Sacred Gold. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich bis zu dieser Stelle spiele und das in Silber. Genau das habe ich auch getan und ich meinte, wir werden höchstens ein Level aufsteigen. Wir sind aber fast zwei Level, glaube ich, aufgestiegen, wenn man das so sagen kann. Wir sind ja Stufe 5. Ich glaube, in Stufe 4 bin ich abgehauen. Dann habe ich, glaube ich, eins auf Konzentration und eins auf Klingenkampf gesetzt. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Also wir haben auch alle Aufgaben so erledigt, wie ich das schon gemacht hatte. Und deswegen überhaupt. Ja. Wir als sehr starker. Spiele ich lieber woanders. Geh. Was ist das? Das war ein Knick in der Brücke. Aber egal. Das ist mir reichlich wurscht. Das Spiel ist sowieso. Oh Gott. Ich hab gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Der verschollene Schmied. Ja, gehen wir mal zum verschollenen Schmied. Das ist gut, das ist gut. Dann kriegen wir unsere Erfahrung und überhaupt. Und ich wollte es wirklich wagen. Und ihr wollt es wirklich wagen, die Suche nach meinem Michel am Steinkreis der tanzenden Toten zu beginnen? So danke ich euch, dass ihr so mutig seid, meinen Gatten zu suchen. Auch wenn er oft nicht zuhört, ist er doch ein herzensguter Schluchz. Vor 3 Tagen wollte er sich mit einem reisenden Händler Jakob Noxtrax in Silberbach treffen und einen Nachschub an neuen maskarellischen Faltklingen zu erstehen. Auf seinen Reisen huldigt er oft den alten Göttern am Steinzirkel der tanzenden Toten. Such dort, der Steinzirkel liegt nördlich der Westbrücke zu Schönblick. Gleich östlich vom Seraphimkloster. Ja, gut, dann gehen wir da mal hin. Ich weiß, dass das da ist. Ja. Also den Anfang kenne ich wirklich in- und auswendig, das muss ich. Oh, ein Schweinchen. Den Anfang kenne ich in- und auswendig. Ich habe den bestimmt, nicht gelogen, 20 Mal oder 30 Mal gespielt. Oh, oh, oh. Goblins. Und schon die nächste Stufe, das ist doch. Aber warum habe ich eigentlich die Waffe hier drin? So, die hatte ich aufgesammelt, kurz bevor ich. Und so. Überhaupt. So, wählen wir uns mal auf. Neue Fertigkeit. Ja, okay. Neue Fertigkeit. Jetzt wird's gut. Ja. Ballistik. Ach, nehmen wir mal Ballistik. Hört sich ja recht nett an. Und dann nochmal Waffenkunde. So, schön. Ach so, ja. Hatte ich beinahe vergessen. Und Charisma. Oh, ein weiterer Goblin. Den werden wir jetzt häufiger begegnen, den kleinen Kerlchen. Die sind unsere ständigen Begleiter von Level 6 oder Level 5 bis wahrscheinlich Level 10? 20? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall weiß ich eine Sache. Und zwar, dass wir bereits, dass ich bereits die Hälfte oder das Minimum meiner
Versprechungen für die Upload-Rate gemeistert habe. Und zwar wollte ich ja 2 Parts hochladen von jedem Projekt, aber ich habe ja bisher schon 1 Part von jedem Projekt hochgeladen. Das ist doch wunderschön und ich habe gerade nicht vorgelesen, was er... Oh, schade. Bringe die Waffe zu meinen Schmiede, zu meiner Schmiede im Dorf. Ich soll, glaube ich, eine... Ach, ich guck mal ins Logbuch. Finde den vermissten Schmied. Ja. Gela, die traurige Frau. Grundsteine berührt. Kein Wunder, dass der Schmied den Göttern dort anruft. Ich habe Michel, den Schmied, in den letzten Sekunden am Stein zu tanzenden Ton gefunden. Von Wolfen gehext, umgeben, überfallen und hier kommen die ins Götter. Oh Gott. Ich weiß, Bonsor, wir müssen jetzt irgendwie so ein Prototyp von irgendeinem Schwert von so einem Goblin-Schaman holen. Das wird eine leichte Sache sein. Oh, schade. Ja. Ich habe eben auch Gothic 3 wieder aufgenommen, für circa 10 Minuten so aufgenommen. Und ja, das sollte eigentlich reichen, um die Strapazen mit der Asynchronität ein bisschen zu verringern. Die vor kraftvollen Attacken schützen. Au, au. Das tut weh. Oh. Hallo? Seid ihr irgendwie schon... Ah, wegen... Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, oder was? Lauf doch nicht weg, du! Na, wie heißt es doch so schön? Lebe heute, kämpfe morgen! Au! Hallo, das ist aber ziemlich happig hier. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal einen neuen... Oh, nee. Ja. Da war es wieder, die Verwechslung mit Sacred 2, aber egal. Jetzt haben wir halt einen Trank Versuch der Hölle genommen, aber egal. Erstmal kümmere ich mich um die Kleinen hier, weil der Magier ist schon ein bisschen stärker, aber nicht so extrem. Was nicht bedeutet, dass ich Angst fühle. Ja, also... Das ist ausgeschlossen. Ja. Wie ich bereits in Gothic gesagt habe oder gesagt haben werde... tolles Deutsch. Auf jeden Fall... Dieser Kampf wird dein letzter. Habe ich heute Dungeon Siege 3 bestellt und auch The Witcher 2 bestellt und mal sehen, ob ich da ein neues Projekt starte mit einem Spiel von den beiden oder so. Weil ich dazu sagen muss, dass ich nur Dungeon Siege 1 gespielt habe, nicht den zweiten Teil, und dass ich noch nicht mal The Witcher 1 gespielt habe. Also das ist ja so ein kleiner Haken dabei. Aber ich bin mir mit dem Königreich von... Oh, was ist das für ein Portal? Gehen wir doch mal... Ah, gehen wir einfach mal in dieses Portal rein. Ja, das ist doch eine akzeptable Abkürzung. Nicht schlecht, was man von euch hört. Ja, ich bin ja auch... Ich. wo war ich jetzt stehen geblieben? Aber ja, stimmt. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein, dass... Nee. Ich kenne mich in der Geschichte von Dungeon Siege aus und weiß, welches Königreich das ist und überhaupt. Oh, da sind sie ja. So, Speicher. Ah, danke. Diese maskarellische Klinge ist wahrlich unbezahlbar. Sieh, wie das Metall mehrfach gefaltet wurde.
Nur die Zwerge von Gnalstadt beherrschten diese Kunst besser. Also nochmals danke. Und meine Dienste als Schmied stehen dir nun zur Verfügung. Oh, ein Schwert. Das scheint ein besonderes Schwert zu sein, ja. Hieb. Wir schlachten die eigentlich schon. Nee, haben wir noch nicht. So. Jetzt geht's aber erstmal zum Händler, um uns eine volle Pulle mit Heiltränken voll zu pumpen. So, hallo Händler. Wie geht's dir? Ja. Oh, man kann mit Rechtsklick die Sachen kaufen. Ja. Das ist gut. Ja. Och, du Scheiße. Mein Geld schwindet ja richtig schnell. Oh, das wird verkauft. Die Fackel brauchen wir. Eh nicht. Nein! Hier möchte ich nicht verkaufen. Ja, die Rüstung ist auch nicht viel besser. So. Gut. Ich glaube, das dürfte auch gewesen sein. Ah, holen wir so das Gold hier. Holen wir uns hier noch das Gold. Gold? Was ist Gold? Hör auf, du blöde Tür. Verdammt. Geht ja gar nicht. So. Ja, damit werden wir schon wieder am Ende dieses Parts angelangt. Und ich zoome mal direkt auf unseren Charakter hier, den wir uns jetzt hier... Ja, spielst du mit mir? Nein! Lieber verbrenne ich dich mit meinem giftigen Hauchsen. Nein. Ja, damit wäre es das für diesen Part mit Sacred Gold. Und da sage ich auch nur wieder Ciao und bis zum nächsten Mal. Ach nee, das nochmal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ach, egal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.